Ich bin Joshua und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute mit einer neuen Folge Hot oder Schrott. Ich habe schon länger hier liegen den Film Coma als Steelbook. Damals hat er noch 19,99 gekostet, mittlerweile war er schon günstiger zu haben. Machen wir mal auf. So. Cool, schon mal weg. Backpaper war noch draufgelegt. War nicht festgeklebt. Ist schon mal klasse. Genau. Ich würde sagen, wir schauen es uns mal an. Dafür gehen wir in die andere Perspektive. So, dann sind wir schon mal hier in der Perspektive. Hier haben wir schon mal das Beiblatt. Trailer hat mir sehr gut gefallen. Bin mal gespannt auf den Film. Cover ist jetzt in, man denkt in Glanz ist, aber jetzt, ja, ist jetzt nicht ganz Glanz. Moment, ich schaue es nochmal ganz genau. Ja, es ist im Glanz, nicht in Hochglanz, es ist in Glanz gemacht. Und da haben wir schon mal den Spine. Und die Rückseite. Ich finde es halt immer schade, wenn das echt da nichts gemacht wird, das einfach so in Natura gelassen wird. Das gefällt mir einfach immer nicht so. Ja, und dann schauen wir mal rein, ne? Genau, einmal die Blu-ray und das ist dann die Innenansicht. Ja, wie viele Punkte gebe ich dem Steelbook? Ich gebe dem 6 von 10 Punkte. Die Rückseite ist einfach mir zu wenig da. Ist einfach nicht, nichts gemacht worden, ohne Hintergrund. Wenn es auch den Effekt durch da haben soll, so. Ja. 6 von 10 Punkte. Jo, und dann gehen wir wieder in die andere Perspektive. So, und wir sind zurück. Ja, bin gespannt auf den Film und schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr den Film findet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.